Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. So. Ich hoffe, euch hat der Blick auf die Tussi gefallen. Wir machen jetzt weiter. Und legen mal die Puppe in die Wiege. Okay. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Vielleicht. Was ist das für ein Rauch hier? War der vorher auch schon da? Ich weiß nicht. Ach so, das ist kein Rauch, das sind Spinnennetze. Ach. Okay, das sah ein bisschen komisch gerade aus am Bett. Oder? Das sieht ein bisschen komisch aus von hier. Alles klar, gehen wir zum Ofen. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt... Glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Alles klar. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Auf jeden Fall. Ich dachte schon, Geralt macht hier so ein Blind Date zwischen Sarah und Hansi jetzt. Klar. Aber naja. So, die Alte ist wach, okay. Und vielleicht sehr dankbar, Jungs. Wer weiß. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten.
Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ja, mal gucken. So. Alles klar. Hauen wir hier ab? Haben wir das hier auch gelöst? Hier geht's raus, oder? Ja. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Kleiner Bonze, du, ja. Naja, egal. Guck mal, wie nett wir sind, weißt du? Zu den Göttlingen sind wir doch nett. Alles klar, gehen wir zu Corinne. Sie hat ihr eigenes Zimmer, hat sie gesagt. Vielleicht ist sie ja dort noch. Sehr, sehr dankbar, Leute. Sehr, sehr dankbar. Warte mal, was habe ich eigentlich für Stuff wieder aufgesammelt? Mehrere Rüstung, wo habe ich die denn gefunden? Achso, im Keller, glaube ich, ne? Beide schlechter als meine aktuelle. Soll ich das direkt verkaufen wieder, dass es weg ist? Komm, machen wir das mal eben, verkaufen wir die Scheiße. Damit es nicht wieder so voll ist. Allgemein habe ich mittlerweile so viel Scheiß angesammelt. Aber ich will irgendwie noch nichts von diesen Zutaten verkaufen, weil ich eigentlich erstmal irgendwie mal jeden Trank mal herstellen will, dann kann ich auch die ganze Scheiße verkaufen. Dann brauche ich das ja auch nicht mehr. Es füllt sich ja auch alles wieder auf, das haben wir ja mittlerweile auch festgestellt. Vor einiger Zeit, vor langer, langer Zeit. Man muss ja, ich verliere auch die Übersicht, ich verliere auch gar nicht, kann man eigentlich sehen, stimmt, kann man eigentlich sehen, wie lange man schon am Zocken ist? Früher konnte ich das immer sehen bei der Playlist auf YouTube, aber das haben sie ja rausgenommen, diese Funktion, dass du siehst, wie lange die Playlist geht, haben sie ja rausgenommen, weil sie spastisch sind. So dumm einfach nur, das ist einfach so dumm. Warum nimmt man das raus? Das ist doch eine gute Orientierungshilfe, aber naja, sie sind einfach dumm. Das haben wir ja schon geklärt. So, warte mal, gucken wir kurz Alchemie. Kann ich vielleicht irgendwas herstellen? Ne. Hätte ja sein können. Der Start vielleicht? Kann man da das sehen? Ich weiß es nicht. Egal. Scheiß drauf. Oh, Anschlagbrett. Was ist hier los? Wer brüllt denn da so laut? Bürger und Bürgerinnen der freien Stadt Novigrad. Meister Lehmhut, das bin ich, hat die Ehre zu verkünden, dass... Alter, das Ding... Alter, das ist die... Ja, und da ist sie kurz losgesprintet. Oh, was ist hier denn los, Jungs? Was ist hier denn los? Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Ja, genau.
Gehört es vielleicht zu unserer Quest noch? Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Jo. Gehört es vielleicht wirklich zu unserer Quest, weil wir hatten ja so Faustkämpfe angefangen. Aber ich weiß nicht mehr die Namen, wie die hießen. Zwei waren noch offen. Ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Richtige Fight Club Action. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Erzähl doch erstmal, du Lappen, du. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Okay, gute Erklärung. Nö, leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Du wirst es bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Er sieht aus wie ein Lappen. Der sieht aus wie ein Lappen. Mach 14, Level 14 nur. Ach, lächerlich. Das war's. Jetzt bist du dran. Hey, die Kamera. Hey, die Kamera. Was ist mit der scheiß Kamera los? Oh, der macht mich platt, ey. Schlachtet die Missgeburt ab. Alter, der macht mich fertig. Hilfe! Ah, du. Scheiße, Mann. Diese Lektion wirst du hoffentlich nie mehr vergessen. Du hättest ein dickes Geschäft machen können, aber du hattest ja Skrupel. Gar nicht übel, Hexer. Guter Kampf. Glückwunsch. Ja, Mann. Ja, sollen wir anbauen. Ach, würde sich lohnen. Naja, gut. Wie geht der miese Spruch? Lieber kämpfend untergehen, als kniend sterben. Oder wie war das? Irgendwie so ähnlich. Ich mach dich alle! Blut wirst du pissen! Nimm dich vor dem Schwert an. Ich hab nicht erwartet, dass er jetzt einfach mal Level 14 ist. Aber egal. Was ist das für ein Club hier? Warum sind die alle Oberbody Free unterwegs? Was ist das? Stehen die drauf, sich irgendwie an den Nippel rumzuspielen gegenseitig oder was? Bis die Kotzerei anfängt. Ja, man, saufen, bis die Kotzerei anfängt, dann ist es zu Ende, richtig. So, das ist mein Lohn jetzt hier. Einfach erstmal alles wieder mitnehmen. Richtiger Kleptomane, erstmal alles klauen. Na, ich werde mich rächen, naja. Vielleicht werde ich mich irgendwann rächen, wenn ich es nicht vergesse. Wer läuft so rum, Alter? Es muss eine Bitch sein. Oder es ist extrem warm hier. Guck mal, ich mach's nur romantik hier. Ich mach's richtig romantisch hier. So. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen.
Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Oh, was nehmen wir denn? Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer-Mor hin. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, wir hören uns die anderen Sachen auf jeden Fall auch noch an. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer-Morhen. Nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber... diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe.
Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie, aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Alles klar, das hoffen wir natürlich auch. Nicht wahr? Sehr komischer Traum auf jeden Fall. Aber wir wissen jetzt, wo wir hingehen müssen. Das machen wir auch. Hey! hey! Beim nächsten Mal allerdings. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn es der Fall ist. Und schaltet beim nächsten Mal ein. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.